Ja, da habt ihr 30 Jahre mit Papa immer nur Legalisierung gehabt. Ne? Jetzt kannst du sagen, dein Papa hat mit legalisiert, und die nicht mehr verfolgt werden dürfen. Liebe Aktivisten draußen, liebe Menschen draußen, heute ist ein wichtiger Schritt in Sachen Legalisierung erfolgt. Der Deutsche Bundestag hat mit überwiegender Mehrheit gesagt, das muss Schluss sein mit der Verfolgung von jungen Menschen, alten Menschen, von Menschen, die nichts anderes wollen als Cannabis rauchen, die nicht kriminell sind, nicht böse. Und das habt ihr zusammen mit auch vielen Abgeordneten geschafft. Ich bin so stolz heute auf euch und auf das Engagement von vielen. Und wir kämpfen weiter. Jetzt wird es darauf ankommen, dass die Länder nicht im Bundesrat blockieren, ja, aber dafür sind Grüne und SPD da. Die können das verhindern und dann darf in Deutschland ab 1. April frei gekifft werden. Ich sage nur, hurra! Ja, ich war bis zum Schluss angespannt und dann hatte ich meine erste Träne im Auge. Dann musste ich zum ARD, habe da ein Interview gegeben. Ich habe nochmal meinen Bruder, wie einige bei Twitter mir gesagt haben, ich soll das Bild meines Bruders mitnehmen. Hier, ich habe es mitgenommen. Und ich habe ihm vor 10 Jahren auf seiner Beerdigung versprochen, ihr wart dabei, ja, dass ich für die Legalisierung kämpfen werde. Und heute ist ein großer Teil des Kampfes in Erfolg ausgegangen. Jetzt werde ich gleich tatsächlich, auch wenn es vielen nicht passt, ich werde nicht kiffen heute. Ja, vielleicht ja am 1. April, aber ich möchte jetzt einfach was essen und zwar Weißwürste und trink dazu ein Bier. Ja, eigentlich ein großer Tag, ja, und man kann sehen, wie bürgerliches Engagement auch Erfolge zeigt. Vor 15 Jahren hätte ich das nicht gedacht, vor 20 Jahren auch nicht. Aber jetzt, in den letzten Jahren, diese ganzen Aktionen, die überall gemacht wurden, ja, vom Weedmob angefangen, ja, über Einzelpersönlichkeiten, die dafür gekämpft haben, bis in die Parteien hinein. Ja, das ist heute ein erfolgreicher Tag. Und liebe Leute, 25 Gramm in der Tasche haben, das ist eine Menge, ja. Verdammte Kacke, das braucht man gar nicht. Es reicht auch, wenn man mit 3 Gramm durch die Gegend geht. Und es werden viele, viele Menschen, wenn das Gesetz in Kraft tritt, ab 1. April, ja, beantragen können, dass ihre Strafregister wegen kleineren Vergehen, ja, wieder sauber gemacht werden. Es werden viele Menschen, vielleicht sogar einige, nicht viele, aber es werden einige aus Knästen entlassen werden. Dafür haben wir gekämpft und deswegen ist es heute ein Tag, der so erfolgreich ist. Und jetzt habe ich eigentlich genug gesagt, das kurze Video ist besser als langes. Ich könnte jetzt noch heulen, aber das meine ich. Ja? Aber es wären Tränen von Glück.